Wir wohnen hier im Landkreis Osnabrück, Bramsche Maigarten. Wir sind umzingelt von 37 Windkraftanlagen, 5 Windparks und wir stehen hier gerade vor unserem Küchenfenster. Die erste Anlage steht 640 Meter entfernt. Hallo, mein Name ist Sabine Mörki. Wir wohnen hier seit 35 Jahren und hatte nie gesundheitliche Probleme. Und seit die Windkraftanlagen hier stehen, seit 2016, habe ich massive Probleme. Das fängt an bei Ein- und Durchschlafproblemen, Herz-Kreislauf-Probleme und massive Magen-Darm-Probleme. Und dann noch so Sachen, die dann noch beiläufig dann alle noch dazukommen. War auch schon bei vielen Ärzten, habe mitunter hier 5 Überweisungen liegen gehabt, die nach dem Motto Ausschlussverfahren. Das eine wird abgehakt, dann kommt das nächste, wird abgehakt. Und bei allen Untersuchungen, bei allen Ärzten, wo ich gewesen bin, ist keine Diagnose gestellt worden, woher das kommt. Also weil es mir wirklich jede Woche irgendwie schlecht ging, war ich nachher wöchentlich bei meiner Hausärztin, die mich nachher fragte, wo ich dann lachen musste, ob ich denn bei ihr in der Praxis einziehen wollte. Aber ich konnte mir diese Symptome, die ich hatte, nicht erklären und aufgrund dessen fährt man dann ja auch zum Arzt. Und dann irgendwann kamen wir mal auf das Gespräch, da hatte ich sie gefragt, kann das sein, dass das von den Windkraftanlagen kommt? Da hat sie mich angeguckt und gesagt, Frau Mörking, wissen Sie was, ich hatte die Tage hier einen Patienten sitzen, der hat mir genau dieselben Symptome beschrieben, wie Sie mir das jetzt sagen. Und da war mir schon einiges klar und dann habe ich gedacht, so, dann bildest du dir diese ganzen Sachen ja doch nicht ein. Also ist da irgendwo was dran. Und das Massivste, was ich erlebt habe, war das war Ende letzten Jahres, hatte ich massive Bauchkrämpfe. Ich hatte gedacht, ich muss noch den Notarzt rufen, habe es aber dann bis morgens geschafft, bin gleich zu meiner Hausärztin, die hat Blut abgenommen. Abends stand dann meine Hausärztin vor unserer Haustür und sagt, Frau Mörking, sofort den Koffer packen, Sie müssen ins Krankenhaus. Und dann habe ich mich doch gewundert, weil diese Probleme, die ich nachts hatte, so dass über das dann wieder weg waren. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, dann wurde nochmal Blut abgenommen und die Entzündungswerte waren hoch. Und dann sagte die Ärztin so, Frau Mörking, steht 50-50, Sie können wieder nach Hause oder wie Sie wollen. Ich sage, ich bleibe hier. Und am anderen Tag hat man mich dann nochmal untersucht. Es war alles in Ordnung, es war alles gut und ich konnte wieder so nach Hause. Und das hatte ich jetzt nochmal vor kurzer Zeit und war wieder dasselbe. Auf meine Nachfragen bei den Ärzten wurde mir dann gesagt, darüber gibt es noch keine verlässlichen Studien und ist halt so, Sie sind gesund, Sie dürfen nach Hause. Ich habe alle möglichen Untersuchungen jetzt hinter mir, habe aber nach wie vor immer noch dieselben Beschwerden. Je nachdem, wie der Wind steht und die Windräder auch aufs Haus stehen, mehr richtig massiv. Oder wenn sie stehen, merkt man, dass es abnimmt, also deutlich abnimmt an Beschwerden, aber die Beschwerden sind da. Gar keine Beschwerden habe ich, wenn ich in Urlaub fahre. Dort sind keine Windräder, da geht es mir gut. Und so, wenn ich nach Hause komme, ist dasselbe Problem wieder da. Und es kommt, für meine Meinung nach, von den Windrädern. Wir fahren seit mehreren Jahren in Urlaub und seitdem die Windräder stehen, und das hat mich sehr überrascht, wo wir das erste Mal danach dann in Urlaub gefahren sind, da ging es mir auch sehr schlecht. So, wo wir an diesem Ort angekommen sind, waren alle meine Beschwerden wie weggefegt oder weggeblasen. Wir fahren wieder nach Hause und dieselben Beschwerden waren sofort wieder da. Und ich habe schon mehrfach jetzt die Erfahrung gemacht, wir fahren jedes Jahr zweimal mindestens in Urlaub. Und seit circa 4 Jahren, seitdem die Windräder dort stehen, konnte ich das auch feststellen. Ja, und unsere Tochter ist letztes Jahr hier ausgezogen und die hatte auch massive Probleme, wo ich etliche Male nachts zum Notdienst musste ins Krankenhaus. Auch die Ärzte dort haben nach etlichen Untersuchungen nichts feststellen können. Wir waren in mehreren verschiedenen Krankenhäusern, die auch nichts haben feststellen können. Aber gesagt wurde immer, da ist was, aber wir können ihnen nicht sagen, was. Jetzt wohnt meine Tochter in Tübingen, da sind keine Windkraftanlagen und es geht hier wesentlich besser. Also nicht nur, dass unsere Tochter dadurch krank geworden ist, auch mein Mann hat seit einem Jahr massive Bluthochdruckbeschwerden und hat schon 4-5 Medikamente jetzt ausprobiert.
Und bis dato hat nicht ein Medikament geholfen. Ja, ich selbst hatte noch nie hohen Blutdruck und vor 4 Jahren fing das dann an, dass ich einen Blutdruck hatte von sage und schreibe 220 und auch dreimal deswegen ja im Krankenhaus war und im Nachhinein jetzt feststellen musste, dass genau zu diesem Zeitraum hier die ersten Windparks angeschlossen wurden und Probe gelaufen sind. Auch unsere Nachbarn sind betroffen von den Windkrafträdern, die auch eigentlich allesamt durchweg Ein- und Durchschlafprobleme haben. Auch, ich sag mal, die ist jetzt 85 Jahre und auch schon ein bisschen ja, schwerhörig. Selbst die hört das. Also und hat schon mal gefragt, was das denn wäre, was da nachts so wummert oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Sie konnte sich das nicht erklären. Also musste man erstmal eine 85-jährige alte Frau aufklären, was das eigentlich ist. Als der erste Windpark hier gebaut wurde, vor circa 4 Jahren, in Sichtweite muss man da wieder zusagen, konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass man solche massiven Beschwerden davon bekommt. Also, dass das solche Auswirkungen hat auf das Leben an sich.